Solo, wir machen weiter mit Mega Man 4. Uns fehlen noch 3, wobei wir den hier ganz zum Schluss machen, damit wir auf jeden Fall die Waffe gegen ihn dabei haben. Weil das mache ich nie nochmal. Wir gucken uns Dive Man an. Und schauen mal, was er zu bieten hat. Das ist sicherlich so ein blödes Unterwasserlevel mit so blöden Stacheln überall und so weiter. Aber naja. Ah, das ist... Ja, an das Level erinnere ich mich doch noch sehr. Da sind so zwischendurch so U-Boote und solche Sachen. Daran erinnere ich mich noch gut. Also bei... Wo ich es bei Mirko gesehen habe. Da kommen so große oder so Walfische oder was das ist. Doch, doch, ja, daran erinnere ich mich noch. Oh ja. Kein angenehmes Level, nein. Und das war Fail so ein bisschen. Und was machst du? Du machst komische Sachen. Und da kommt jetzt so ein U-Boot schon? Nein. Noch nicht so ganz. Aber irgendwann kommt so ein U-Boot. Wie ist meine Lebenszahl eigentlich? Ach Mist. Da habe ich schon wieder gefailt, weil ich nicht mich Game Over gemacht habe. Sonst hätte ich wieder 2 Leben. Naja. Gut. Ist ja alles noch kein Drama. Jetzt kommt das U-Boot. Genau das Ding meine ich. Das ist so ein Wahl-U-Boot. Jetzt zieht er mich so ein bisschen ein. Ah. Ich glaube, ich bin tot. Ich glaube, ich bin tot. Oder war das jetzt schon die Hälfte? Ich weiß es nicht. Ich werde mal gucken, ob ich mit Bright irgendwas ausrichten kann. Weil das kommt gleich nochmal. Aber jetzt noch nicht. Mist. Jetzt kommt erstmal der. Der wird mich jetzt töten. Ja, scheiße. Jetzt... Stirb! Ja, wie hoch willst du denn noch? Wow, so. Nein! Ich wollte ihn doch weghaben. Na gut, einfach schnell. Nee, es war nichts. Okay. Egal, 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 egal. Alles nicht so schlimm. Ah, am Anfang. Okay, am Anfang starten ist schon schlimm. Dann testen wir einfach kurz aus, was Bright kann. Ich meine nämlich, damit hält man... Genau, damit hält man alles an. Damit hält man einfach alles an. Richtig. Für einen bestimmten Moment und dann geht's auch wieder weiter. Ja. Gut, aber jetzt mache ich mich Game Over. Weil, ne, mit 0 Leben komme ich hier nicht sehr weit. Das macht dann auch nicht so viel Sinn. Also. Wunderschön. Dive Man. Nochmal. Der ganze Spaß. Das heißt, der ganze Spaß. Ich war ja noch nicht mal bei der Hälfte. Also von 100% kann man hier nicht reden. Also von ganz. Nee. Ja. Oh. Schön. Stirb. Gut. Stirb. Naja, oder stirb halt nicht. Ist mir eigentlich auch egal, ob du stirbst oder nicht. Hauptsache, du erledigst mich nicht. Autsch. Da kommt wieder so ein Kollege. Diesmal war ich schnell genug. Diesmal hier auch. Ja, das war wirklich noch nicht die Hälfte. Da ist, man hat ja noch kaum was gemacht bis zu der Stelle. Das ist schon richtig so, dass da noch nichts war. Gut, bei dir möchte ich doch mal gucken, welche Waffe am effektivsten ist. Ich könnte mir nämlich vorstellen, mit dem Drill komme ich hier schneller gegen dich an. Ja, war schon ganz ordentlich eigentlich. Kann man die Typen auch erledigen, bevor sie... Nein. Also da kann ich wirklich nichts machen, da muss ich einfach rüber und vielleicht am besten ein bisschen schneller und dann so und... Wow! Heieiei. Okay, oh, das ist fies. Okay. Okay, alles gut, alles gut. Gut, was haben wir denn hier jetzt? Oh, du gibst mir was. Danke! Ein Leben, das nehme ich doch gern. Dann könnte das jetzt aber die Hälfte gewesen sein. Das war mit Sicherheit die Hälfte. Du stirbst.
Und wir müssen wieder nach unten. Und wir müssen wieder nach unten. Und kommt da jetzt wieder so ein Haifisch? Haifisch sei schon, so ein Wal, meine ich natürlich. Nee, erstmal kommt so eine Flunder. Oh. Ah, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen mit dem Wasser. So. Und noch so eine Flunder. Okay. Jetzt am besten. Und jetzt. Und die Flunder töten. Und das hätte ich gerne. Gut. Und jetzt kommt wieder so ein blöder Walfisch. Mach mal es diesmal so wirklich. Ist mir dann doch am sichersten. Das hat mir trotzdem vorhin einiges an Energie abgezogen und das muss nicht nochmal sein. Muss ich jetzt da runter? Nee, das ist... Hätte mich das jetzt getötet, wenn ich da runter wäre? Weil irgendwie ist hier ja nichts. Naja. Boah, das jetzt ja auch... Kann ich die Dinger töten oder töten die mich sofort instant? Ah, okay. Ich verstehe. Wenn ich mich ihnen nähere, dann bin ich tot. Aber die Stacheln hier, die töten mich instant. Das kennen wir ja. Das kennen wir ja. So, mach du erstmal Boom. Danke. Muss ich schön aufpassen. Okay. Oh Gott. Oh, das wäre jetzt fies gewesen. So, mach du Boom. Nein. Ach, Mensch, jetzt. Oh, wie oft will ich mich von diesem Viech noch treffen lassen? Mach du Boom. Die Energie gefällt mir nicht. Oh Gott. Da wollen wir rein, da wollen wir rein. Ganz schnell. Okay. Und dann haben wir 3 Versuche. Ja, tatsächlich. Wir sind jetzt also sofort tot. Aber das ist jetzt gerade mal egal. Dann können wir schon mal gucken, was der Kerl kann. Hoffentlich kann ich oft genug ausweichen. Das weiß ich jetzt nämlich überhaupt nicht mehr, was der kann. Okay, erstmal hüpft er nur ein bisschen rum. Okay. Ist das alles? Und dann schießt er ein bisschen. Okay, das sieht jetzt nicht so sonderlich schwer aus, muss ich sagen. Gegen den haben wir auch bestimmt eine schöne Waffe dabei. Also die, grundsätzlich das Zeitanhalten, das würde ja immer funktionieren, sag ich jetzt mal. Wir probieren das erste Mal Duell aus. Ja, Zeitanhalten funktioniert ja eigentlich immer, dann kann ich den bekarken, so viel ich will und das ist supi. So. Du. Oh, so schlecht ist die Waffe sicherlich nicht. Aber optimal auch jetzt nicht gerade. Was ist denn mit dem Pharao? Aua. Der ist aber schon, also wenn er mich trifft, ist er schon recht stark, muss man dazu sagen. Wenn wir mal das probieren, bevor ich sterbe. Mist. Okay. Ich sollte schon echt aufpassen, dass ich mich da jetzt nicht verkalkuliere. Ich habe jetzt noch ein Leben, oder? Ich habe jetzt noch ein Leben. Also einmal kann ich noch probieren und dann muss es aber sitzen. Notfalls muss halt ein E-Tank dran glauben. Schauen wir mal, was das auslöst, ausrichtet. Das ist gut. Das ist gut. Ist das dann wirklich auch die Waffe direkt? Ah, aber er darf mich echt nicht treffen. Jetzt. Hör auf damit. Jetzt sieht's gut aus. Jetzt sieht's verdammt gut aus. Stirb! Okay. Huh! Trotzdem immer schön aufregend. Bis man es dann geschafft hat, dann freut man sich. Logischerweise. Alles klar. Haben wir den Kerl auch erledigt? Wunderbar. So soll das sein. Dann kommen wir als nächstes zu Skullman. Also im nächsten Video. Nicht mehr jetzt. Ist ja klar. You got Dive Missile. Ja, hat sich kaum verändert, die Farbe. Wunderbar.
gut, ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss.